llevarme a escarbar la forma que tienes de amar para conocerme. Quisiera poder penetrar a través de tu instinto carnal y al fin descubrir en ti lo infinito. No es vaya ferviente sentir lo que yo siento. Hallo, mein Name ist Alex. Ich bin 13 Jahre alt. La Alegría, die Freude, heißt unser Haus für Jungen und Mädchen, die nicht mehr bei ihrer Familie leben. Und für mich war es ein Glück, dass ich hierher gekommen bin. In vielen Familien in Kolumbien geht es sehr gewalttätig zu. So war das auch bei mir zu Hause. Deshalb bin ich weggelaufen. Ich war 4 Monate auf der Straße, dann hatte ich genug davon. Ich habe viele Drogenprobleme gesehen und habe es auch selber mal ausprobiert. Viele Kinder schnüffeln, also habe ich auch mal Klebstoff geschnüffelt. Aber es hat mir nicht gefallen. Danach habe ich auch die Droge Marihuana ausprobiert, aber das mochte ich auch nicht. Ich habe entschieden, mich nicht mit diesen Sachen einzulassen, denn ich will eine bessere Zukunft haben. Sozialarbeiterinnen wie Lina und Anna Rosa kümmern sich um die Kinder, die auf der Straße leben. Ich habe keine Mutter und keinen Vater. Ich habe niemanden hier in Medellin. Meine Mama und mein Papa wurden umgebracht. Lina und Anna Rosa fahren mit dem Bus durch die Stadt und sammeln Straßenkinder auf. Kinder wie Oscar. Das Projekt Acogida ist die erste Station für Straßenkinder, sozusagen die Notaufnahme. Durch die Gewalt in den Familien gibt es gerade in Kolumbien viele Kinder, die auf der Straße leben. Nicht alle finden hier im Haus einen Platz. Im Acogida-Haus war ich 2 Monate. Dann bin ich hierher, ins Alegría gekommen. Hier gefällt es mir sehr gut. Die Erzieher sind sehr lieb zu uns. Sie behandeln uns gut. Also so wie sie mich hier behandeln, so gut hat mich vorher noch niemand behandelt. Nirgendwo. Deshalb gefällt es mir hier so gut. Im Alegría haben wir einen großen Garten. Wir können vieles, was wir essen, selbst anpflanzen. Früher hätte ich mir nie vorstellen können, dass mir so etwas so viel Spaß machen würde. Aber alle packen gemeinsam mit an. Das gefällt mir einfach. Heute scheint die Sonne, deshalb ist Wäschewaschen angesagt. Bei dem Wetter wird alles schnell trocken. Klar müssen wir hier viel selbst machen, aber es ist viel besser als auf der Straße, weil man dort Hunger ertragen muss, Kälte und Einsamkeit. Es gibt viele Probleme mit Schlägereien draußen. Hier bei uns gibt es keine Schlägereien. Und wir haben ein Dach über dem Kopf und ein richtiges Bett. Ich wohne mit meinen 3 besten Freunden in einem Zimmer und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Wir essen hier alle zusammen, wie eine große Familie. Die Jüngsten, die herkommen, sind gerade mal 7 Jahre alt. Hier müssen sie keine Angst mehr haben und sie dürfen einfach spielen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist das Backen. Wir haben eine eigene Bäckerei. Hier backen wir Brot und süße Teilchen. Das macht Spaß.
Heute zeige ich einigen jüngeren Kindern, wie sie mit dem Teig umgehen müssen. Ja, un chorizo así. Un chorizo así de grueso. Siempre listo. Siempre listo. Siempre listo, allzeit bereit. Das ist unser Wahlspruch im Alegria. Du bist uns wichtig, steht an der Wand geschrieben. Wir sind alle bei den Pfadfindern. Jeder kümmert sich hier um den anderen. Das ist ein tolles Gefühl, dass man anderen helfen kann und nicht alleine ist. Wir dürfen uns nicht schlecht behandeln, sondern immer nur mit Respekt, sagt Oskar, der unser Haus leitet. Kleinere Probleme gibt es natürlich auch bei uns. Diese alten Schuhe soll ich allen Ernstes auf einem Fest im Akorida-Haus anziehen. Das geht ja wohl gar nicht. Alex, du hast nun mal keine anderen Schuhe. Also überleg dir, ob du zu dem Fest gehst oder nicht. Ich mag die nicht. Da kann ich gleich barfuß gehen. Ich weiß genau, dass Oskar noch neue Schuhe auf Lager hat. Und endlich rückt er welche raus. Ich habe neue Schuhe und bin ganz glücklich darüber. Und Oskar hat mir zugehört. Am nächsten Tag machen wir einen Ausflug. Wir haben hier den schönsten Wald direkt hinter unserem Haus. Und einen großen Fluss gibt es hier auch. Es macht Spaß, mal aus der Stadt rauszukommen. Als wir über den Fluss müssen, wird es richtig abenteuerlich. Manche können natürlich wieder nicht bis zur nächsten Brücke abwarten. Ich bin froh, dass ich im Alegria ein neues Zuhause gefunden habe. Und ich wünsche mir, dass es in ganz Kolumbien bald so friedlich zugeht wie bei uns.